Hallo, hier ist André. Es geht um das Thema Partnerschaft, Beziehung, Ehe, Kinder gemeinsam kriegen und letztlich plötzlich da alleine sitzend und es läuft nicht richtig. Ihr kommt nicht richtig zusammen und es ist einfach vielleicht viel Enttäuschung, Frust, Hass, Schmerz da und also Schmerzkörper, der einfach damit zu tun hat, dass du in dir Dinge noch nicht richtig klar bekommen hast und kommst vielleicht nicht richtig weg von deinem Partner oder deiner Partnerin oder ihr könnt euch nicht richtig aufeinander einlassen. Und eine kleine Sache, die mir gerade kommt, ist, wie wäre es, wenn du nochmal schaust, was ist es, was du deinem Partner, deiner Partnerin noch vorwirfst? Was könntest du loslassen? Welchen Vorwurf könntest du loslassen, um dich auf diese Beziehung mehr einlassen zu können? Was ist es, was du deinem Partner vorwirfst, wo du mit dir selbst noch nicht wirklich im Reinen bist? Und inwieweit bist du noch nicht ganz bereit zu empfangen? Was möchtest du noch nicht ganz empfangen von deinem Partner? Und jetzt stell dir mal vor, ihr packt das einfach an die Seite und was ist dann, was könnte für ein Raum entstehen? Oftmals sind da, lebst du ein Schicksal von vollkommen anderen Menschen, was sich einfach durch dich nochmal wiederholt und wie weit hast du die Kraft und den Mut, dich dorthin zu stellen, was nicht leicht ist, was sich nicht leicht anfühlt, wenn dir so Hass entgegenprasselt oder einfach ständiger Vorwurf. Inwieweit kannst du das empfangen und diese Kraft haben, deine eigene Bedürftigkeit, vielleicht das, was du dir eigentlich vom Herzen wünschst, in dem Moment nochmal an die Seite zu packen und zu sehen, okay, was ist das hier, was mir jetzt hier gerade entgegen geknallt wird und inwieweit bin ich bereit, das jetzt für mich zu bereinigen, zu klären, ob diese Beziehung, ob wir nochmal zusammenkommen oder ich definitiv da jetzt einen Schlussstrich ziehe und in meiner Kraft dieser Person begegne, um ganz klar zu sein, um auch unseren Kindern, dieses gemeinsame Kind, was wir vielleicht haben, so zu zeigen, dass du weißt, wo du hingehst, wo du hin willst und dass diese Liebe fließen kann. Das ist das, was ich dir wünsche. Und ich weiß, es ist eine Herausforderung, aber das ist das, was letztlich deine Liebe wieder zu dir selbst erstmal wieder zum Fließen bringt.